Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Decke auf unser Baumhaus gezogen und haben die Verbreiterungen angezeichnet. Ich war, wie erwähnt, wieder fleißig farmen, sodass wir hier wieder einiges fertigstellen können. Ja, ich schleiche mich immer mal wieder hier zurück zum Lager, aber der Kollege da, der will nie aufgeben. Von daher wird es jetzt tatsächlich Zeit, dass wir ja zusehen, dass wir hier gänzlich verschwinden. Ja, mein kleines Fettproblem hat sich insofern gelöst, dass ich bei uns am, danke, dass ich bei uns am Baum jetzt endlich mal Paranüsse liegen hatte. Die bringen natürlich eine ganze Menge. So was ein Goliath. Sehr schön, kann ich da wieder einen Verband machen. Ja, jetzt ist aktuell Trinken das Problem, weil ich ja keine oder noch keine Feuerstelle wieder zur Verfügung habe. Ja, ich habe bei uns am Camp, ich weiß nicht, ob das durch eine Zerstörung war, hier noch drei lange Stämme gefunden. Die haben wir natürlich mitgenommen. Gut, da oben seht ihr das Prachtstück. Vereinzelt liegen auch Baumstämme rum, Seile sollten eine ganze Menge rumliegen. Gut, aber wir gucken erstmal, dass wir weiterkommen. Ich habe keinen Jingle gehört, ihr? Nein. Fünf lange Stöcker kann er tragen, aber die machen nicht so. Warum? Stimmt, ich hatte ja mal ganz tollen Fisch in der Falle. Gut, jetzt wirklich. Ja, du kriegst ja gleich was zu trinken. Wieder. Ja, trinken. Immer rote Pilze irgendwo in der Nähe. Das wäre natürlich das Einfachste. Nee, also. Rote Pilze wären natürlich das Einfachste. Schon wieder einer nachgewachsen. So, gib mir doch eben rote Pilze. Dann können wir nämlich direkt aus dem Bach schlürfen, hätte ich fast gesagt. Die Belagerung, da hatte ich natürlich nicht erwartet. Deswegen hatte ich hier jetzt auch Kokosnussschalen technisch. Ah, da sind sie, sehr schön. Kokosnussschalen technisch nichts vorbereitet. Und zwei brauchen wir auch. Wir werden uns wohl zwei Parasiten einfangen. Sag ich doch.
wollig. So, hier wollig. Da unten kann ein bisschen helfen. Haben wir noch Bananen? Nee. Gibt's hier irgendwo Bananen? Ja, bauen hin oder her. Ohne Speise und Trank wird das hier nichts. Wir machen mal erstmal weiter. Ein bisschen was zu trinken hat er jetzt hier. Schmiedchen Schleicher. Hast du noch blaue Pilze im Mund? Och. Ja, ich weiß nicht, ob ich es eben zu Ende formuliert habe. Wegen der Leiter werden wir also definitiv die Sachen nach innen stellen. Außen laufen. Sonst wird hier nichts. So, dann hier noch einen. Den. Warte, den probiere ich von oben. Nehmen, nehmen. So, jetzt bist du mit einem noch auf Normaltempo. Auch nicht, ne? Ist auch egal. Denn die ich immer vergessen habe, deswegen nicht keinen Jinger gehört habe. Alles klar. Ziehen wir mal runter. Müssen bis hierher jetzt. So, den wollten wir eben von oben. Ja, Decke haben wir ja schon auf. Muss er jetzt ran oder nicht? Es ist doof. Ja gut, dann machen wir das gleich, wenn wir den Bock hier leer haben, dann sollte das ja wohl funktionieren. So. Da scheinen die langen Stöcke aber nicht zu reichen hier. Die Seile auch nicht. Na ja, gut.
nehmen wir dich noch mal eben. So, dann brauchen wir noch. Vier Stück, ne? Ich jetzt nicht. Ne, Moment, hier hinten ja auch noch. Acht. So, komme ich da jetzt mit dem Holzscheu dran? Oh Gott, der ist ja schon völlig blam hier. Obwohl witzig wäre ja mal auszuprobieren, hier oben auf dem Baumhaus, ob wir da auch einen Würmer kriegen. Würde ja eigentlich keinen Sinn machen. Aber. Sonst ist es so wieder mitten in der Nacht. Wir schleichen uns noch mal wieder einmal ans Lager. Ich würde vorher dann einmal speichern wollen. Bei dem Räuchergestell oder Trockengestell. Trockengestell. Dann würde ich versuchen, mir so viel wie möglich zu snacken, was wir zum Essen und Trinken benötigen. Wenn wir das so weitermachen, dann ist hier ständig nur müde und dann auch natürlich wieder dunkel und ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ja, der gibt nicht auf. Gut, aber ich weiß. Also wir speichern mal einmal. Weil dass wir doch entdeckt werden sollen. Und da habe ich immer Glück gehabt, ich bin schmutzig. Das war ja mal gar nichts hier mit Fleisch. So, ich würde dann nämlich ganz gerne wieder rauchen. Ganze Zeit, während ich hier gefarmt habe, vor der vorletzten Folge, immer nur Diskusfische. Und der ist voll, der ist leer. Wir waschen uns mal einmal. Jetzt ist die Frage, sind da Bananen und komme ich da ran, ohne entdeckt zu werden? Ich weiß es nicht. Wir gucken halt mal weiter, ob wir überall rankommen, ohne entdeckt zu werden. Das Lagerfeuer wahrscheinlich nicht. So, ich kann auch den hier machen. Da ist schon ein bisschen was drin. Noch gerade was nicht entdeckt. Die Kiste haben sie geschrottet. Das Feuer ist weg. Wie kann ich? Nicht aufgeräumt. Neun Pfeile. Ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ne? Dass er mich hier nicht entdeckt. Aber mal. Ist das hier nicht? Doch. Dann zeigst du mir nichts an. Ja. Sollte er nicht an uns rankommen.
Ich bezweifle, dass 9 Pfeile reichen. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich mit allen 9 treffe. Ja, das war mein letzter Fall. Und im Nahkampf mache ich den nicht. Das könnt ihr vergessen. Alter. Fuck off me! Rennen wir noch durch die Bienen durch. Es fehlt eigentlich nur noch ein Krokodil hier. Gut, aber verletzt haben sie mich nicht. Ich brauche Pilze oder Bananen. Pilze sollte nicht aus diesem Problem sein. Nimm eben ein bisschen. Was jetzt? So. Ja, wenn ich jetzt noch lange Stöcker gelegen hätte, hätte ich die natürlich mitgenommen. So, dann würde ich gerne mal ausprobieren. Das müsste ja eigentlich klappen. Ja, dann sammeln wir hier schon mal ein bisschen Wasser. Das ist natürlich jetzt auch ein Provisorium, aber... So. Aber wie heißt das auch so schön? Nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium. Ne? Nein, ich will auf jeden Fall jetzt einen Lehmmischer, einen Lehmwasserfilter haben. Fix ein paar Seile hier und ein paar lange Stöcker über den Weg laufen. Oder Baumscheid. Jetzt mit. Ja, moin. Sechs haben wir. Ich baue dich auch gar nicht. Das hast du häufiger. Ne, wir müssen mit der Ernährung in den Griff kriegen. Ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass wir möglichst alles haben, was wir brauchen. Du hast einen großen Respekt davor, hier runterzuknallen. Was das Spiel dann wohl macht. Wo kann ich noch welche platzieren? Hier, die müssten noch gehen, oder nicht? Schöne Sache, schöne Sache. Ja gut, dann halt ab nochmal in die Koje. Elf Uhr was. Es nicht. Ja.
Ja. Ja, bislang hat es die ganze Zeit funktioniert. Ich habe hier gefarmt und gebaut und bin dann eigentlich dann so immer morgens nach dem Aufstehen einmal rübergegangen ins Camp, hab's Feuer angemacht, Essen und Trinken. Deshalb bis auf die Nüsse hat das alles hervorragend funktioniert. Ist das ein Baumstamm? Bin ich da ja cool da oben. Wollte sich wohl verstecken, wa? Hat ich schon voll nennen. Nicht. Was wir erstmal brauchen, sind lange Stöcker. Der zweite kreucht jetzt da oben. Zwischengeparkt. Was ist das für ein Geräusch? Mir gefällt das Geräusch nicht. Ach, Fleisch. Ja, Fleisch. Ich habe keine Pfeile mehr. Komm, 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 komm. Ja, wenn das Holz wichtiger ist als das eigene Leben. Naja, war die wenigstens mal wieder bei dem Tod dabei. Gut, wir hatten ja auf der Insel abgespeichert. Genau. Was machst du? Trink das. Schüttet dir das alles aus. Er ist weg. Das heißt, wir können ein bisschen hier zusammenpacken. Der ist voll. Waschlau. Dann wasche ich. Ich zu, dass du Bananen findest hier. Alles in Hack hier. Gut, der Vorteil ist, ist ordentlich hier ordentlich Material. Ich sammle mich jetzt auch immer mal. Das brauche ich erstmal noch nicht. Kriege ich dich da rein? Ich muss mich unbedingt mit haben. Lagerfeuerasche, nehmen wir was mit, ja. Und das Schöne ist, es verschwindet nichts. Sind wir 50,8? Alter, sogar den haben sie im Brei gehauen, der war nicht mal von mir. Naja. So, Werte. Sauber sind wir, also Bananen essen. Nein, ich will nicht den Bidon trinken. Fleisch brauchen wir ganz dringend. Dann müssen wir auch zusehen, dass wir da oben jetzt ein Feuer kriegen. Die beiden haben wir.
Oder auch eine Schale. Irgendwo da drunter. Gut, wir machen uns erstmal zurück. Warum nimmst du eigentlich kein Material? 46, 47, da muss ich doch ein bisschen was von den langen Stöckern hier mitnehmen können. Müssen ja ein paar rumliegen, nachdem was sie hier alles kaputt gemacht haben. Da haben wir schon mal rein. Cool, wie gesagt, das Schöne, das kommt nichts weg, wenn sie es kaputt machen. Ja gut, die Materialien, die du für den Bau verwendet hast, die kriegst du nicht zu 100% wieder. Ein Teil. Ja, ich will jetzt aber gar nicht schleichen. Sind hier noch lange dabei, oder sind das alles kurze? Davon habe ich da hinten so viel liegen. Ja, vier, einen hätte ich ja gerne noch. Ne? Die haben wir aus Bambus gebaut. Hier waren sie zum Glück noch nicht dran. Naja, vier ist besser als gar nichts. Abgelegt, Pfeile haben wir ja wieder. Ey, du sollst nicht schwimmen. Finde ich dich doch nicht. Ja. Gut, die Knochen können wir ja hier lassen. Erstmal kriege ich meine Pfeile wieder. Hallo? Ist so eine Brennnessel hier in der Sitzung. Achso, die sind da sowieso nicht reingegangen, aber die sind trotzdem bei 58. Das hat sehr viel gebracht. Ich bin auch ein Stack rum, reicht aber auch nicht. Müssten dann hier noch irgendwo jetzt liegen, oder nicht? Ja, dann müssen wir uns jetzt einmal. Obwohl, okay, geil. Im Wasser schleicht er nicht. Dann muss ich natürlich gucken, wie ich hier. Achso, hier läuft er. Das auch noch.
Ja, gut. Schreit nach Ohnmacht. Ja gut, dann kriegen wir halt einen Wurm oder zwei. Verbände habe ich einstecken. Fischgräten habe ich auch. Einmal Ohnmacht. Jetzt machen wir aber oben, wenn wir es schaffen. Oh, sollten wir wohl. Ja, dann lass uns mal eben die Würmchen entfernen. Wäre, glaube ich, so online auch noch nicht. In der Regel sind es zwei. Gut, schmutzig bin ich nicht. Ja, zwei Stück. Achso, das war vor dem letzten Speichern. Ja, alles gut. Ich glaube, die hier erstmal drauf. So, aber ich würde sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ja, wir machen gleich das Spiel. Ich gehe farmen und zum nächsten Bauen hole ich euch wieder dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.